So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei einem weiteren Let's Play. Und zwar dieses Mal Wall World. Ist ein gemütliches, kleines, ich mag fast sagen Indie-Spiel, das nicht viel kostet, aber es hat es in sich. Ist wirklich cool. Ich habe es im Vorfeld schon ein bisschen angetestet, reingeschaut, wie es funktioniert, dass wenn ich das Live-Let's Play mache, dass ich da schon ein bisschen Ahnung habe, wovon ich rede. Und ja, es ist ein Live-Let's Play, das heißt, auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen. Und ich dachte, wir starten hier im Hauptmenü, wo ich das Intro mache, die Begrüßung mache, und dann werde ich jetzt gleich einen Cut machen, weil wenn man das Spiel startet, kommt die Erklärung, warum die Welt so ist, wie sie ist, und dann legen wir los. Okay. Let's go. So, also hier. Das wunderschöne, die wunderschöne Erklärung. Mein Opa sagte einmal, dass die Mauer einen Rand hat und dass die Menschen früher unten auf dem Boden lebten. Er sagte, die Erde sei rund. Klingt verrückt, was? Klingt verrückt, oder? Wie kann man auf einer Kugel leben und woher weiß er von diesem angeblichen Boden? Wir leben schon seit mehreren Generationen an der Mauer und bisher hatte noch niemand auch nur die Spur einer Decke oder eines Bodens gefunden. Die Mauer erstreckt sich unendlich weit in alle Richtungen. Und ihr Inneres versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Eigentlich wäre es gar nicht so schlecht, wenn da nicht die Zirex wären. Ich nehme an, das wird Zirex ausgesprochen. Diese Kreaturen greifen wie ein Uhrwerk an. Also solltest du dich nicht zu weit aus der Deckung wagen. Aber manchmal müssen wir diese Ausflüge trotzdem machen. Früher oder später werden die derzeitigen Minen erschöpft sein. Die einzige Chance, eine solche Expedition zu überleben, ist deine Robo-Spider und der mit ihm verbundenen Mauerläufer-Notanzug. Aber selbst mit der richtigen Ausrüstung kommen nicht alle zurück. Nicht einmal die Hälfte von ihnen tut das. Aus irgendeinem Grund möchte ich immer mehr glauben, dass diejenigen, die nicht zurückkehren, genau diesen Rand gefunden haben, von dem mein Opa sprach. Vielleicht haben mich seine Worte mehr berührt, als ich dachte. Vielleicht bin ich deshalb auch ein Mauerläufer geworden, um den Rand der Mauer zu finden. Tja, wie bereits vorhin schon gesagt, das ist eben das Intro. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Spiel funktioniert, beziehungsweise ich kläre ein bisschen was. Ich habe meinen Testspeicherstand gelöscht. Ich starte nochmal als Nexus. Weiter geht's. Und es ist ein entspanntes Live-Let's Play, eben auf Twitch gestreamt und einfach gemütlich ein bisschen gedaddelt. Und ich schneide das dann so, dass es auf dem Let's Play-Channel noch drauf passt, dass die, die das gemütlich als Let's Play schauen wollen, können. So, ganz kurze Erklärung. Also, wir haben eine Robospinne, wie schon im Text beschrieben, die seht ihr dann gleich. Und hier können wir in diesem Zuhause, also das hat man vorhin im Hauptmenü gesehen, das ist das Zuhause, von da kommen wir, können wir dann Ressourcen kaufen, also für Ressourcen Sachen kaufen, um unsere Spinne zu verbessern. Wir haben jetzt hier oben gar keine Ressourcen, das heißt, wir legen auch gleich los. Ah, denkt dran, immer genug trinken. Also, B&S, damit laufen wir mit dieser Robospinne hoch und runter. Und mit R kann ich dann in die Mine rein. So. So, und jetzt stabilisiert sich die Spinne hier. Ich kann hier raus in meinen Anzug und kann die Mauern, beziehungsweise die knacksten Mauern, die kann ich kaputt schießen. Jedes Mal, wenn ich eine Mauer kaputt mache, dann, ja, hier kann ich einsaugen, ich weiß. Kann ich? Darf ich? Kann das weg? Danke. Okay, shit, die greifen ja schon an. Okay. Und dann können wir hier wieder rein. Und dann seht ihr, hier oben werden wir angegriffen von diesen Zigs. Wie hießen die? Zigs. So, let's go, weiter geht's. Sinam, Dankeschön für 17 Monate. Und das, so funktioniert es eigentlich. Und wir bauen hier Sachen ab. Ja. Die Anzeige, das Gelbe, das ist die Anzeige, die mir sagt, wie mein Staubsauger aufgebaut ist. Das hier sind die Ressourcen, die wir, wie voll er ist, Entschuldigung. Das hier sind die Ressourcen, die wir abbauen können. Und mit den Ressourcen können wir dann zurück. Was sage ich das schnell?
Die kommen dann hier in diese Verarbeitungszelle. Hier, zack, die werden alle bearbeitet. Wir gehen schnell rein und wir haben Upgrades. Wo man sieht hier, das sieht man gerade noch, also hier steht Maschinengewehr, ne? Das ist die Waffe. Die können wir verbessern. Wenn die verbessern, dann können wir die Angriffe besser abwehren. Die kommen zwischendurch immer. Wir können den Notanzug verbessern, die Robospinner können wir verbessern, dass sie schneller ist. Und in 18 Minuten und 34 Sekunden kommt eine große Welle, die uns angreift. Das heißt, wir müssen versuchen, bis dahin zu überleben. Ich investiere hier schon mal in Bohreffizienz. Wir machen mal den Bohrer ein bisschen effizienter. Und dann flitzen wir mal schnell wieder zurück. T-Rex, genau, T-Rex heißen sie, dankeschön. Und ihr seht auch, wenn ich Sachen kaputt mache, kriege ich oben rechts immer Ressourcen. Mit den Ressourcen ich dann die Spinne auch upgraden kann, wenn ich das wollen würde. So. Machen das mal schnell so. Jetzt hier noch weiter. Kriege ich hier noch was Schönes? Sieht nicht danach aus, auf der Seite. Ah ja, hier geht's weiter. Schau an. Manchmal gibt's auch versteckte Sachen. Es ist ein herrlich entspanntes... Jetzt werde ich angegriffen. Es ist ein herrlich entspanntes Spiel. Los, 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 los! Nein! Es gibt auch Fliegende, wie man sehen kann. Du kannst jederzeit in den Spider springen und dich entlang der Mauer auf die Suche nach weiteren vielversprechenden Minen machen. Ja, das machen wir auch gleich, aber zuerst... Viel Spaß beim Bohren, dankeschön. Zuerst bewegen wir uns mal schneller. Und dann fange ich an, die Sachen hier abzugraden. Damit wir auch wirklich überleben, ne? Ich klicke ein bisschen schnell, ne? Hier machen wir den Bohrer um 5 effizienter und hier bewegen wir uns um 20% schneller. Und hier ist die Rotationsgeschwindigkeit von dieser Pistole. Um 30% schneller, dass wir da auch besser diese T-Rex angreifen können. Warum ich nochmal zurück in die Mine gehe? Es gibt teilweise so versteckte Stellen, wo man ganz besondere Upgrades kriegt. Eine Drohne zum Beispiel und so weiter und so fort. Und wenn ich hier so eine Stelle habe, wo ich weiter kann, dann ist die Chance, glaube ich, recht groß, dass wir hier ein paar gute Sachen finden. So, wir machen mal Maschinengewehr Feuerrate besser hier. Zack. Hier oben rechts seht ihr übrigens, wir haben 4 von diesen violetten und 3 von diesen weißen Totenköpf-ähnlichen Dingern. Keine Ahnung, ob das wirklich Totenköpf-ähnliche Dinger sind. Wie sieht es nach Totenkopf-ähnlichen Dingern aus? Geht es hier nach unten weiter? Nein. Wir hatten oben noch. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt dann gleich angegriffen wieder. Weil ich jetzt schon länger nicht mehr angegriffen wurde. Ich habe da so ein Gefühl. Ja, das. Genau sowas. Oh ja, da kommen schöne Upgrades raus. Ja, genau, im richtigen Moment zurück. Los! Bitte sei eine Drohne oder so. Los. Was ist es? Du hast eine Ladestation gefunden. Alle 90 Sekunden erzeugt der Spider einen tragbaren Induktionsbooster, der die Bewegungsgeschwindigkeit in der Mine und die Bohrleistung in deinem Bereich erhöht. Oh, interessant. So, dieses Mistvieh hier, das erschafft neue. Der muss unbedingt weg. Ich löse mich mal schnell von der Mauer, damit ich nach oben weglaufen kann. Damit die unten mich nicht angreifen können und zuschlagen können. Und wir gehen wieder ran, weil wir haben noch ganz viel schönen Stuff da drin. Ja, ich mache mich mal ein bisschen schneller. Ich mache mich mal ein bisschen schneller und zwar 15% nochmal.
Kann ich den hier mitnehmen? Alle 30, alle 90 Sekunden hieß es, ne? Ich mach das mal so, wir gehen die Ressourcen holen, die wir noch holen müssen. Yes, baby. Mehr Stuff! Ja, geil. Ich mache die Steine da gerne so, also ich lasse gerne ein paar da, dass wir auf dem Rückweg noch was zerschießen können. Ah! Den kann ich mitnehmen. Aha, den kann ich mitnehmen! Ja, moin. Oh, gut. Und kann ich den dann irgendwie einfach so hier... Plopp. Ah! Der macht mich so besser. Voll gut. Hoffe ich. Gott. Jetzt bin ich schon wieder angegriffen. Wenn der Spider übrigens kaputt geht, ist nicht so schlimm, weil dann kommen wir einfach wieder nach Hause. So, ich mach mal ganz schnell die unten kaputt, dass ich nach unten weglaufen kann. Dass die oben mich nicht erwischen. Dann versuchen wir hier die... Kann ich eigentlich noch schnell was upgraden hier? Schaden jeder Kugel, ja. Wir machen das mal. Was geht's? Ich gehe gleich in die nächste Mine, komm. Wir müssen nicht alles bis ans Perfekte ausreizen. Wir gehen jetzt hier rein. Ich lass die Sachen oben einfach liegen. Oh. Behauptet zwar, den Rand erreicht zu haben, aber bevor wir ihn beim Wort nehmen sollten, wir die Persönlichkeiten des berühmten Erforschers der Mauer untersuchen. Der Rand der Mauer. Gehe ich jetzt doch nochmal hier rein? Ich hab schon das Bedürfnis. Das noch fertig zu machen. Nehmen den einfach mal mit. Das soll mich eigentlich, glaube ich, auch schneller machen dann, ne? Ja, macht er. Ah! Die ist ja riesig, die Mine hier. Ich will noch ein Upgrade. Zu viel überlebe ich eh nicht mehr, sehe ich gerade, hm? Oh Gott, das überlebe ich nicht. Also ich kann versuchen, das noch stärker zu machen, um 30%. Machen wir das mal, dann lösen wir uns auch gleich. Und dann versuche ich nach unten wegzulaufen. Mal wieder, Trick 77. Dann machen wir den kaputt in der Hoffnung. Was eine gute Idee ist. Naja, da gehen wir, oh nein! Schaffe ich trotzdem. Mach mal hier ein bisschen. Tuck. Oh mein Gott. Okay, wir haben echt nicht mehr viel. Ich muss doch einfach nochmal in diese Höhle rein. Obwohl. Ne, ich versuche eine andere Höhle. Vielleicht können die uns reparieren. Wenn die Spinne kaputt geht, haben wir so eine Kapsel, wo wir wegschießen und fliehen können, ne?
Ja, da kommt ganz lange nichts. Das ist sehr schlecht für mich. Bitte lass hier grünen Stuff drin sein, damit können wir nämlich reparieren. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ups, missklickt. Ich will in den Anzug. Möchtest du nicht mitnehmen? Erst jetzt. Ja, das wird nix. Kann ich jetzt schon sagen. Ah, den muss ich gar nicht ablegen. Natürlich sehr nützlich. Ich habe zwei grüne. Gab es eine Reparatur für zwei grüne? Nein, rein dann leicht noch nicht. Drei brauche ich. Das ist sehr unlucky. Ah, shit. Ich löse mich mal vorsichtshalber. Oh oh, da kommen große. Vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. Die nicht schaffen, mich abzuknallen. Weil ich schon so früh da bin. Oha! Richtig gut. Aber hat uns auch nicht viel angegriffen, ne? Okay, wir nehmen so schnell es geht alles mit. Ja, das wird... Ich hätte gehofft, irgendwo noch ein Upgrade zu finden oder so. Also irgendeins, das mir so einen Boost gibt, einen Boni. Eine Drohne oder so. Es gibt auch Verteidigungsdrohnen. Ende, meine Damen und Herren. Wir versuchen trotzdem noch rauszuholen, was geht. Kann ich noch? Okay, wir machen hier mal Kugelsprung. Also damit ist das Ding genauer. Ich löse mich. Wir laufen von dem oberen weg. Ja, scheiße. Das wird nix, das sind zu viele! Renn, 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 renn. So, wenn dann wird das richtig knapp. Nein! So, ihr habt's gesehen, wir sind mit der Kapsel noch entkommen. Meine Robo-Spinne wurde zerstört. Wir sind aber mit der Kapsel entkommen. Wir haben Ressourcen mitgenommen, 1336. Und wir holen uns als allererstes einen Raketenwerfer. Ermöglicht den Start einer zielsuchenden Rakete für 500. Aber dann kann ich nichts anderes mehr kaufen, ne? Was haben wir hier? Wenn du eine neue Mine betrittst, wird der Spieler automatisch, wird die Spider automatisch drei Blöcke bohren. Nope, das ist zu teuer. Ermöglicht uns mal schnell die Wand hinunterzuspringen. Ich kann hier und die Haltbarkeit, das würde gehen, ne? Also, wir holen den Raketenwerfer. Und da machen wir mehr Leben für 250. Haltbarkeit des Balles um 50% erhöht. Ich finde, das ist doch sehr gut. Wir können übrigens hier noch weiter. Hier gibt es noch versteckte Sachen, ne? Klassifiziert, das finden wir alles noch nicht. Ja, und für 500 können wir jetzt nichts mehr holen. Das heißt, wir gehen wieder los. Los gehen wir.
Wie gesagt, es ist einfach ein herrliches Spiel. Einfach ein herrlich entspanntes Spiel. Schucke, dankeschön, Mann. Für den Stufe 1 Sub, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. So, wir bohren hier sofort durch. Ich glaube, für die allerersten paar Sachen kann ich mir schon was holen. Ist vielleicht ganz smart, wenn ich schnell zurückgehe, einsteige und für 4 direkt nichts kaufe. Oh gut, ich bräuchte 6, um direkt was zu holen. Könnte ich mir eigentlich angewöhnen. Dann sind wir schneller und effizienter. Darum geht's ja. Ich muss echt mehr... mehr Bohrer machen. Ich muss den Bohrer verstärken. Ganz wichtig. Ich glaube, es gab sogar ein Upgrade, dass ich eine höhere Chance habe, auch noch Stuff zu kriegen. Haben wir doch auch irgendwo. Hier. Ressourcenblöcke haben eine 10%ige Chance, eine zusätzliche Ressource fallen zu lassen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wir machen den Bohrer mal effizienter. Also es läuft immer ein bisschen aufs Gleiche raus, ne? Aber es ist trotzdem spannend. Zumindest für mich. Yes, baby. So, komm, gib mir irgendwo. Mann, 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 Mann. Ja, die Rakete. Und da geht sie. Piu! Hat sie direkt weiterwischt? Nice. Oh, die Lebenspunkte links unten sind aber deutlich höher. Wahnsinn. Was wir jetzt schon haben. Nice, Sadice. Ja, ich tendiere eigentlich schon, dass wir hier 18 sammeln. Ich klicke gerade noch ein bisschen die falschen Sachen an. Ja, in den Anzug bitte. Dass wir eine 10%ige Chance haben, dass aus dem Block ein bisschen mehr rausploppt, ne? Finde ich schon wichtig. Hm. Ist das echt so ein kleines Teilchen hier? Wirkt nicht unbedingt groß. Nein, eben. Oh, ich wollte schon sagen. Was haben wir denn Schönes jetzt hier? 5%ige Chance von einem beliebigen Block. 5% Chance, Ressourcen von einem beliebigen Block zu erhalten. Also von irgendeinem, also egal welchem. Auch dem hier vielleicht. Das sind ja auch beliebige Blöcke. Du hier. Naja, 5% ist ja nicht viel. So, steigen wir ein, gehen wir weiter. Ich gehe hoch. Obwohl eigentlich der Impuls wahrscheinlich wäre, runterzugehen, wenn die den Boden berühren müssten. Außer der Boden ist, also es ist auf der anderen Seite, dass der Boden an der Decke ist. Ist ein guter Buff so früh, ja, ist ein mega guter Buff so früh. Absolut richtig. Kann ich nur unterschreiben, so. Wir werden es gleich sehen, wenn hier irgendwann was rausploppt, dann triggern so diese 5% mal, ne? Okay, wir machen das gleich so. Maschinengewehr Feuerrate. 25% schneller. Und ja, den Rest lassen wir mal. Die dürfen wir nämlich auch so erwischen. Tak, 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 tak. Oh, richtig schön viel schneller, herrlich. Ab in den Anzug, weiter geht's. Wir müssen die 10% holen. Ja, die will ich. Oh, da, 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 habt ihr es gesehen? Ist einer rausgeploppt. 5% hat getriggert. Let's go. Sehr geil. Das ist wirklich ein guter, direkt so früh. Kann man nur so viel Glück haben wie ich. Wir haben jetzt auch schon wieder 1000, ne? So, 18 wollte ich, damit wir da
aus den Blöcken 10%ige Chance haben, dass es rausploppt. Da müsste ja richtig viel rausploppen, ne? Das wäre so der ultra geile Start. Ja, da ist was versteckt, da ist was versteckt. Ja, der perfekte Moment. Ich dachte mir noch, ich warte noch ein bisschen und dann gehe ich zurück. Ja, der müsste jetzt aber mal langsam hier dead sein. Sehr gut. Er ist schon eine riesen Höhle zu sein. Oh, ich muss immer die Raketen eigentlich losschicken. Jetzt habe ich ja die Raketen, ich vergesse das einfach. Wie dumm von mir. Ressourcenblöcke haben eine 10%ige Chance, eine zusätzliche Ressource zu droppen. Finde ich eigentlich ganz gut. Aber wir reden hier von Ressourcenblöcken, ne? Nicht von allen Blöcken. Alter. Geht's hier nur noch weiter? Na, hier muss doch irgendwo auch noch ein Upgrade sein. Ich spüre das. Wenn die jetzt noch eine Drohne kriege, wird das der Lauf. Ich sag's euch. Alle 60 Sekunden kannst du für kurze Zeit beschleunigen, indem du die Umschalttaste drückst. Okay, cool. Wir machen uns so oder so noch schneller. Die nächsten Ressourcen müssen wir dann investieren. Die Umschalttaste. Beschleunigen. Ja, jetzt muss es wahrscheinlich aufladen. Okay, okay. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn ich das einsetze, direkt nachdem ich angegriffen wurde. Und um zurückzukommen, möglichst schnell. Ja. Alter. Einsteigen. Wir machen die Schüsse gleich noch ein bisschen stärker. Und als erstes die Rakete raus. Da bewegen wir uns nach unten weg. Alter, da kommen da viele. Okay. Da so wahnsinnig viele kommen, bewegen wir uns erstmal nach unten weg. Also die Fliegenden sind echt ein Problemchen. So. Explodiert einfach in der Luft, weil er kein Ziel mehr hat. Voll gut. Also wir haben noch Stuff hier drin. So. In den nächsten 60 Sekunden wird er wahrscheinlich nichts angreifen. Und wieder eins rausgeplöppelt. Wundervoll. So, ich denke, das, was wir jetzt machen, ist, dass wir echt den Spider ein bisschen stärker machen. Musik ist auch sehr entspannt. Wir können übrigens den Staubsauger auch noch verbessern, indem dass wir mehr Ladekapazität reinnehmen. Das können wir nicht hier machen, wenn wir unterwegs sind. Dafür müssen wir nach Hause. Und dafür müssen wir scheitern. Mein Gott, ist die Höhle groß.
Hier geht's ja noch weiter. Wow. Okay. I'm on my way, I'm on my way. Schneller. Das ist eigentlich eine ganz gute Strat. So, schauen wir mal schnell, was wir noch machen können. Maschinengewehr Feuerrate, natürlich auch nicht schlecht. Wir machen mal die Kugel etwas stärker, weil da schon recht große noch auf uns zukommen, ne? Dann feuern wir, lösen uns. Ich habe ja eigentlich noch 10, ne? Ich könnte ja theoretisch noch schnell die Rotationsgeschwindigkeit erhöhen. Ja, der geht hoffentlich auf das Flugding. Nice. Komm, klingt dich an, let's go. Und wieder los. Ah nein, wir sind ja noch nicht. Ja, jetzt muss ich es nicht machen. Heieieiei. Aber wenn die Höhle so groß ist, muss doch noch irgendwo was sein. Also noch ein Upgrade, so. Irgendwas. Also ich spur jetzt einmal eine Runde. Obwohl, ich habe mir gerade überlegt, eigentlich ist es sinnvoller, auf schneller Basis zurück mit einem Booster. Und ich komme auf der anderen Seite raus. Ja, vielleicht. Aber wie kriege ich die Spinne auf die andere Seite? So, was haben wir denn hier? Kugelsprung, dass die Gräder fliegen, finde ich eigentlich ganz gut. Weil dann können wir hier nochmal Feuerrate erhöhen, ne? Wie gesagt, es geht mir jetzt eigentlich einfach nur darum, dass wir hier richtig fett upgraden. Damit wir mal diese Welle schaffen da, die die 9 Minuten... Okay. Die 9 Minuten auf uns zukommt. Was diese Zeit bedeutet, da kommt ein großer Angriff. Eine große fette Welle kommt in 9. Ja, der geht da und da muss ich nicht raus. War da zugeschlagen und hat gerade nicht wenig Schaden gemacht, Mann. Voll assi. Na los. Los, die Düsen. Und wieder zurück. Oder ich... Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen. Dass ich auch ein bisschen einschätzen kann, ob hier noch viel ist. Wie weit rein geht das eigentlich hier? Ich habe die Höhle Gigantula gefunden. Offensichtlich. Es ist schon kommen, dass es da nochmal einen Gang gibt. Ich glaube, ich werde jetzt dann angegriffen. Ja, genau. Als ob ich es gespürt hätte. So, kann ich das noch? Nein, dafür brauche ich 2 von denen. Ja? Die Rotationsgeschwindigkeit der Pistole. Weil es für mich eher ein Gunner ist, aber gut. Naja, wahrscheinlich ist Gun übersetzt mit Pistole. Ja, da kommt noch einer.
Okay, wir lösen uns mal schnell, damit die hier nicht... Davon großen, davon großen. Nice. Die Dinger spawnen halt, die kleinen, ne? Da habe ich halt nicht so Bock drauf, dass sie die fett spawnen lassen, da. So, let's go. Kann ich schon beschleunigen? Nein. So, sechs Minuten noch. Dann wissen wir mehr. Okay, da geht's wahrscheinlich auch nochmal rein. Es geht überall rein. Überall rein. Okay, ich muss es jetzt... Ach, da ist ja nochmal ein Block. Ich muss es jetzt trotzdem wissen. Also hier ist gut, ne? Aber hier... Das ist einfach noch ein verstecktes Ding. Greifen mich die alle Minute an? Dann müssten die ja jetzt gleich kommen. Ich lasse den Booster mal aktiv, damit ich schnell zurück kann, falls ich schnell zurück muss. Theoretisch sogar die Idee, nur schnell die Sachen zu holen und direkt zurück zu pflegen, weil... Genau. Ich mir noch dachte, dass der nächste Angriff eigentlich gleich kommen müsste. Ich setze die Rakete mal noch nicht an. Was sind das denn? Die schießen ja! Bin ich nicht in Ordnung. Ja, einfach ein Geschütz. Ein laufendes Geschütz. Aber in die Höhle. Ich will eigentlich mal nach oben oder unten, um zu gucken, ob ich da noch andere Ressourcen finde. Weil, um ehrlich zu sein, ich brauche theoretisch eigentlich noch grüne Ressourcen. Als da auch nochmal fette Upgrades geben soll, dann mit grünen Ressourcen, die ich halt jetzt nicht habe, logischerweise. Jetzt bin ich hier auch schon wieder voll. Ich könnte eigentlich ein paar Transporttours machen. Wenn ich so tief in einer Höhle drin bin, müsste ich doch eigentlich mal noch was Spezielles kriegen. Kann doch nicht sein, dass die Höhle so tief ist und da ist nichts Special drin. Ich tue es jetzt einfach. Kann ich mich noch schneller machen? Ja, 15%. Wir machen uns mal 15% schneller. Aber ich das Gefühl habe, dass wir das bei dieser Höhle einfach brauchen. Los! Aber jetzt kommen die gleich wieder. Ich spüre das. Gut, ich bin einfach schwer paranoid. Hab's ja gesagt. Los, Düsen! Nein, wir werden schon angegriffen. Alter Schwede. Ich löse mich mal, um runterzugehen. So, vielleicht auch hoch. Naja, egal. Habe ich mich schon entschieden. Gott. Ja, die Rakete geht auf den richtigen, sehr gut. Und wieder hoch. Ich kann es halt noch nicht einschätzen, ob es sinnvoll ist, tiefer in die Höhle reinzugehen oder nicht, ne? Ich finde das sehr schwierig. Im Sinne von, gibt es da wirklich, also je tiefer man geht, desto mehr Ressourcen sind drin, desto besser ist es. Oder ist es einfach like, naja, ist halt einfach eine tiefe Höhle, aber ressourcentechnisch genau das gleiche.
Wir wollen auch wissen, was da ist. Ja, also los, los, gut. Also gut. Okay, ich glaube, das scheint das Ende zu sein hier. Es ist einfach noch mehr Stuff hier drin, aber ich habe eh noch eine Minute. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die mich jetzt vorher noch schnell angreifen, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt echt eine Minute noch schnell, um hin und her zu flitzen. Mein Gott. Na, hat irgendwas Wichtiges getroffen. Irgendwas ist kaputt gegangen. Das da ist ein Explodierer. Oh Gott. Treff nicht. Piu. Oh Gott, rutsche ich gleich noch? Ja, mein Gott. So wie es aussieht, rutschen wir gleich in die finale Situation. Okay, kacke. Ja, upgraden geht nicht mehr viel, ne? Mir fehlen die blauen, die grünen. Was sie machen können, ist ganz schnell hier. Okay, warte mal. Muss ich auf die da, auf die Plöppel schießen? Weiß ich nicht. Doch, muss ich. Ah! Okay, hoch kann ich glaube ich nicht wegen dem Fuß da. Ja, das sieht mir sehr danach aus. Ich glaube, ich muss auf diese Plöppel da schießen links. Seht ihr sie? Geh kaputt! Okay, das sind zwei Explodierer, die muss ich kurz... Ja, das wird jetzt wehtun. Oh! Ja, ich muss diese Noppel da hinten kaputt schießen, aber die gehen einfach nicht kaputt. Verdammt! Okay, 3285. Das ist doch mal was. Ich brauche nächstes Level. Das ist halt die Frage, wie ich das nächste Level erreiche. Ermöglicht der Spider schnell die Wand hinunterzuspringen. Hochzuspringen. Spider-Geschwindigkeit. Begrößert Abstand zwischen den Feindwellen um 5 Sekunden. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ressourcen-Staubsaugerkapazität 15. Ich könnte natürlich den Haken kaufen und dann noch was für 1500. Oder ein Slot. Okay, wir machen den Staubsauger. Ja. 15 mehr. Und wenn wir die Mine betreten, dann werden direkt 3 Blöcke mal weggebaut. Das will ich jetzt wissen. Ob das wirklich cool ist oder nicht. Du würdest den Motor kaufen? Nee, den Motor sehe ich noch nicht so. Also kommt schon. Also wäre schon auch wichtig vielleicht, für wenn wir in eine Situation kommen. Oh, nice. Wäre vielleicht schon ganz cool, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir die Endwelle abwarten müssen. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel Drohnen haben oder Bohrblöcke, Geschütztürme bauen und so weiter und so fort. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, sich zu schützen. Ach, Alter. Was ist das wieder für eine Höhle? Alter!
Okay, okay, I see, I see, I see. Ist das hier so ein geheimer Raum? Nein. So einer oder ein geheimer Raum? Meine Güte. Yes, was kriegen wir? Also, du hast Schaltpläne. 30% Rotationsgeschwindigkeit wird jetzt. Okay, nice. Here we go. Bin drin, bin drin. Okay, das war's schon. Warte mal schnell. Booster. Und rein da. Ich überlege sogar, dass wenn wir in einer Mine etwas Spezielles gefunden haben, ob wir dann gleich weitergehen. Ich habe das Gefühl, dass es pro Mine nur etwas Spezielles gibt. Also wenn wir sowas gefunden haben, dass sie direkt zum nächsten hüpfen. Oder wenn wir ein Upgrade haben, sofort zum nächsten hüpfen. Mit den Bohren noch ein bisschen effizienter. Ja, klingt sinnvoll, oder? Das ist einfach so, das ist so den Eindruck, den ich... Oh, lol. Schön. Schön. Den Eindruck, den ich habe. Wir können bis zum Überdruss darüber streiten, ob die Mauer unendlich ist, aber wir können die Tatsache nicht leugnen, dass sie vor 134 Jahren... Ja, was denn? Okay, wir gehen nach unten. Nächste Mine. Piu! Ja, müsste eh dann gleich die nächste Angriffswelle kommen. Ja, man entwickelt, glaube ich, ein Gefühl dafür mit der Zeit. Eine nur. Ja, das war's schon. Nett. Oh, ich brauch eine Drohne jetzt. Alter, voll da. Okay. Das sieht mir sehr danach aus, dass wir hier... ...schöne Sachen haben. So, wir machen mal, dass eine zusätzliche Chance ist, dass da nochmal Sachen rausploppen. Finde ich nämlich ganz gut. Ah, warte mal schnell. Kann es sein, dass unten links neben der Reparaturanzeige mir das Spiel sagt, wenn die nächste kleine Welle kommt? Da muss ich mich mal drauf achten. Es würde bedeuten, dass ich jetzt dann gleich zurück muss. Das mache ich jetzt auch schon mal. Ja, doch, okay. Das ist ein Radar, der mir anzeigt, wann die nächste Welle kommt. Die ist nicht zufällig. Die hier unten, die links. Das heißt, ich kann mich da schon ein bisschen vorbereiten. Oh Gott.
Ja, wir haben hier noch nichts Schönes drin gefunden. Das heißt, auf geht's. Mehr Geschwindigkeit. Let's go. Nein, nicht das. Ich will aussteigen. Gibt noch ein paar echt nette Sachen, die noch kommen. Ja, nice. Geben Sie mir bitte ein Upgrade. Ich hätte ein Upgrade gerne. Hallo? Na, ja, das sieht mir nach etwas Geheimem aus. Hallo? Guten Tag? Hallo? What the fuck? Wo bin ich hier? Du hast den Bombenwerfer gefunden. Eine Waffe, die eine große Bombe in einem ballistischen Flugmann mit massiven Schaden und Wirkungsbereich abfeuert. Da ist eine andere Spinne drin. Und es sieht mega schön aus mit Wasserfall und allem. Da dachte sich jemand, ich gehe nicht mehr nach Hause. Scheiß drauf, ist schön hier. Alter, voll geil. So, nächste Welle kommt gleich. Ob ich die Upgrades behalte, wenn ich sterbe? Ich sterbe ja nicht. Ich verlasse meinen Spider. Also ich habe so eine Rettungskapsel, wo ich rausfliege und los. Und ich glaube, die Upgrades, die behalte ich nicht, sondern die gehen mit dem Spider dann halt drauf. So habe ich zumindest verstanden. Du hast eine neue Waffe bekommen. Wechsel zu ihr und probiere sie aus. Aber wir werden es eh gleich sehen. XZ. Okay. Das Problem ist. Genau. Okay. Okay. Ich würde mal sagen, der ist aber mega. Hallo. Starkes Boomi-Boom, Mann. Nice. So, mit was gehe ich denn noch rein? Bohreffizienz noch stärker machen wäre natürlich schon gut, aber da fehlt mir gerade noch eine dafür. Unlucky. Ja, aber jetzt habe ich ja theoretisch in der Höhle wieder was Spezielles gefunden. Das heißt, theoretisch dürfte ich dann ja hier in dieser Höhle nichts mehr haben, oder? Aber ich habe das Gefühl nicht los, dass irgendwo doch noch was sein muss. Das ist so ein Upgrade, das irgendwo rumliegt. Nicht das Spezielle jetzt, das wir gefunden hatten. Sondern eins, das hier irgendwo versteckt ist. Mein Gefühl täuscht mich. Ich glaube, mein Gefühl täuscht mich. Doch noch was gefunden. Nice. Da bin ich so happy, da muss ich direkt mal meine Waffe schwingen. Woo. Was ist es? Was haben wir? Alle 90 Sekunden produziert ein Spider eine Bombe. Du kannst sie aufheben und in die Mine tragen, wenn du sie explodieren. Okay. Die ist hier, ne? Okay. Ich mach das mal schnell. Und dann flitzen wir direkt zurück und verteidigen. Aber wäre schade, wenn ich sie jetzt nicht brauchen würde, ne? Na, ja, lernen wir mal schnell hier rein. Keine Ahnung, was hier alles jetzt cleared. Okay. Ja, drei haben wir mal gekriegt. Das heißt, drei dürften kaputt gegangen sein dadurch. So. Wir machen die Feuerrate mal höher. Dann machen wir die Kugel mal stärker. Dann machen die Kugel noch stärker. Und dann schießen wir einfach mal eine Rakete los. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Mega geil.
Nein, nein, nicht den Fliegenden, schieß den anderen noch. Okay, wisst ihr was? Ich gehe nochmal ganz kurz rein, wir nehmen die ganzen Sachen noch mit und dann suchen die nächste Mine. Let's go. Die Bombe ist nicht ready, ne? Okay, schade. Das hat sich mal gar nicht gelohnt. Ich hätte die Sachen liegen lassen sollen. Aber ich wollte gucken, ob die Bombe noch was Schönes in die Luft gesprengselt hat. Weiter runter geht's. Ja, das ist so der Moment, wo ich denke, 40% Geschwindigkeit für einen Spider wäre eben schon geil gewesen. Da habt ihr schon nicht unrecht gehabt, Chat. Muss man schon sagen. So ein stärkerer Motor mit 40% mehr. Piu-piu. Doch. Eigentlich schon. So. Hast du hier grünen Stuff drin? Grüner Stuff wäre mega geil. Oh ja, Baby. Grüner Stuff. Meine Damen und Herren, ich springe! Piep, piep, piep. Boah. Das ist mega nützlich, weil die sind so stabil hier. Ja, okay. Das ist es halt. Kann ich eigentlich die Rotationsgeschwindigkeit gerade noch ein bisschen erhöhen? Nein. Laufen Sie wieder runter. Ob ich jetzt wieder in die Base kann? Ich glaube nicht. Ist eine Mine schon wieder ready? Nein. Muss ein bisschen Blick behalten. Aber jetzt dürfte die Mine wieder ready sein. Immer noch nicht. Wie lange stand? Wie lange stand denn da? Ja. Wir machen mal Kugelsprung und Rotationsgeschwindigkeit. Wir können jetzt übrigens reparieren, ne? Wir haben jetzt die grünen. Wir können jetzt 15% reparieren, falls wir wollen würden. Hier haben wir 5% Effizienz aller Arten von Reparatur. Ja. Oh, komm. Die verdammte Mine, yes, baby. Komm, 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 komm. Das ist halt eine freche Kombo, ne? Die Mine. Hier an dem Ort. Boom. Sehr geil. Ja, den Granatwerfer upgraden, wenn ich links klicke. Das stimmt eigentlich. Das hätte ich noch machen sollen. Also gucken sollen. Einsteigen, ganz kurz. Nach hier rüber, ja. Den hier kann ich auch nochmal. Sprengbereich. Oh, wir können auch die Bombe noch upgraden, dass die noch... Okay. Tja. Okay, ich hab's versucht. Ich hab's versucht, ne? Das zu treffen. Ist das Game so mega geil?
Für den Preis? Absolut Hammer. Kommt da rein. Leider ist die neue Mine noch nicht. Aber da ist, glaube ich, eine Anzeige dran, die mir sagt, wie weit sie aufgeladen ist. Ja, das dauert hier halt ewig. Ewig und 3 Tage. Ah, hier geht's aber weiter. Ist es ein Bait? Es scheint ein Bait zu sein. Ah, ja, aber hier geht's weiter. Ist aber auch ein Bait wohl, hä? Huh? Wisst ihr was? Ich mach mal hier eine Öffnung. Und da lege ich eine Mine rein. Obwohl. Vielleicht lege ich auch lieber eine Mine da rein. Hier unten geht es ja auch nochmal weiter. Okay, wisst ihr was? Ich lege die mal da rein. Schauen wir mal, was da gesprengt wird. Und ich schaue mal, ob es hier noch weitergeht. Nope. Die nächste Welle kommt gleich. Ich habe echt einen Scheiß abgebaut jetzt. Sehr frustrierend so. I'm ready! Mehr oder minder. Ich habe das. Ich, was können wir eigentlich upgraden? Springbereich, Laden, Geschwindigkeit der Bombenreplikation. Das wäre natürlich sweet, aber ich baue jetzt gerade die andere nicht ab. Das heißt, ich kann die ganzen Sachen nicht machen, weil mir diese eine Ressource fehlt. So, wir machen mal Rotationsgeschwindigkeit hoch. Ich habe eine Rakete raus, der wird schon irgendwas finden. Here we go. Schau an. 2 Gunnerchen. Oh, hat er verfehlt? Ne, er hat das untere abgeknallt, ne? Muss schon sagen. So, geht's hier noch weiter oder ist da auch Ende Gelände? Hat Ende Gelände zu sein. Geht es hier denn noch hoch? Oh, da ist hier Ende Gelände. Hier geht's noch hoch. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber was stimmt denn nicht? Die ist offensichtlich die Kante, ne? Ich hätte das Gefühl nicht los, dass da noch was sein müsste, aber ich täusche mich wohl, ne? Ich täusche mich einfach. Weiter geht's. Runter geht's! Also der ist schon ziemlich geil, ne? Muss man schon sagen, ne? So, ich will die nächste Mine noch finden, um die Bombe noch schnell reinzuwerfen. Bevor wir hier gleich loslegen, aber es scheint so, dass die Mine unendlich weit unten ist. Hallo! Ja, wir werden vorher angegriffen, bevor ich die Mine loslegen kann. Ja, moin. Leg mal los, du findest schon was. Nice, sehr gut. So lobe ich mir das. Mein Gott, wo soll denn die nächste Mine unten sein? Ist sie irgendwo nirgendwo? Mein Gott, was ist das wieder für ein Angriff jetzt? Boah, ich feuer einfach mit der Granate in die Menge rein. Wow! Was kommt denn alles hier? Okay, wir müssen mal schnell reparieren, ansonsten ist das mein Untergang. Einfach ein bisschen was.
Ja, ganz unten scheint was zu sein. Was ist das? Was ist das nicht? Da kommt noch mehr! Gibt's hier unten keine Minen mehr? Hallo? Scheiße. Muss doch mal bald eine Mine kommen. Jetzt, okay. Dachte schon. Oh, nice, das ist wieder so eine. Sehr geil. Auf geht's. Machen Sie Putt. Alles, was geht. Wundervoll. Wir kriegen mehr Reparaturzeugs. Es könnte sogar sein, dass wir die Welle überleben. Ja, die in einer Minute kommt. Müsst ihr nur noch ein fettes Upgrade finden. Wenn wir noch ein fettes Upgrade hätten, wäre super. Okay, wir reparieren uns einfach hoch. So gut halt geht, ne? Ja, 50 Sekunden noch. Da kommen sie wieder, da kommen sie wieder. Die Angriffswelle ja schon voll drin. Wir rutschen gleich rüber. Oh Gott, was ist das wieder für ein Angriff? Ja, da kommt er. Das ist etwas. Ich bin nicht schnell genug, um zu entkommen, oder? Nope. Das Ziel war eigentlich, da drauf zu schießen, aber... Das wird nix, das wird nix. Wie blockiere mich unten auch schon wieder? Oh Gott, okay, wir fliehen einfach. Scheiß drauf. Oh Mann! Schade. Schade, schade. Wir brauchen mehr Upgrades. Ja, was machen wir denn jetzt noch? Was machen wir denn jetzt? Der Motor, ne? 40% Spider-Geschwindigkeit, dass wir wenigstens weglaufen können, wenn die so angegriffen werden. Ja, machen wir. Wir machen den Motor, damit wir schneller sind. 40% ist schon echt viel. Und wir machen mal einen Haken, dass wir runterspringen können. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber das werden wir in der nächsten Folge ausprobieren. Ich muss ja irgendwo ein paar Cuts machen. Damit es auch ein paar schöne Folgen werden für den Let's Play Channel. Also, wenn ihr es cool fandet bis hierhin auf dem Let's Play Channel, Like da lassen, Kommentar da lassen, wisst, wie es funktioniert und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich freue mich drauf. Bis dann.